Hallo, ich bin Ariane und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Dich erwartet in dieser aktiven Pause ein relativ ruhiges Bewegungsprogramm. Ich wünsche uns viel Spaß. Ungefähr Hüftbreit hinstellen. Hier im Wechsel auch die Zehenspitzen hochdrücken. Das auch immer so hoch wie möglich. Dabei die Arme ganz locker beugen, strecken. Und dabei machen wir nach oben hin die Faust, nach unten hin die Hand immer öffnen. Und die Faust ruhig richtig mit Kraft machen und beim Öffnen der Hand die Finger richtig auseinanderziehen. Eine feste Faust, eine große Hand und immer wieder schön auf die Zehenspitzen hochdrücken. So, die Beine machen genauso weiter. Und das mit den Händen wechseln wir. Das heißt, die Hand nach oben aufmachen, nach unten die Faust. Sich selber auf die Schulter klopfen. Nach oben hin aufmachen, nach unten die Faust. Dauert einen Moment, bis man das wieder neu koordiniert hat. Jetzt merkt man vielleicht auch langsam schon die Waden. Und dann bleiben wir einfach mal ganz locker stehen, Arme hängen lassen, gerne noch kurz die Beine einmal ausschütteln. Dann aber wieder Hüftbreit hinstellen und wir stellen uns nur auf das rechte Bein. Das linke hochnehmen, wie hoch ist an sich total egal. Wir lassen die Hüfte nach unten abkippen und ziehen sie hier wieder hoch. Hängen lassen, hochziehen. Hängen lassen, hochziehen. Das ist keine Riesenbewegung. Aber geht. Wenn es zu wackelig ist, irgendwo festhalten. Ja, dass hier Rippen und Becken zusammenwandern und eben auseinandergehen. Hoch und locker. Dann lasst ihr sie mal gerade, also was für dich gefühlt jetzt gerade ist. Und dann auf die Zehenspitzen drücken und kurz einbeinig stehen bleiben. Und halten, halten, halten und locker lassen. Ausschüttet und dann wird gewechselt. Das andere Bein stellen, erstmal fest stehen und auch hier die Hüfte absinken lassen, hochziehen. Absinken lassen, hochziehen. Und dann nochmal gerade versuchen zu bleiben, sich also hineinspüren und dann auch wieder auf die Zehenspitzen hochdrücken und halten, halten, halten und locker lassen. Auch wieder ausschütteln, nochmal Hüftbreit hinstellen, Arme bleiben jetzt hier hängen und abwechselnd den Oberkörper nach rechts und links nehmen. Die Arme einfach hängen lassen. Vielleicht geht es von Mal zu Mal noch ein bisschen weiter und dann ziehen wir immer noch einen Ellbogen hier mit hoch. Also die Arme mit dazu nehmen. Und den Arm dann direkt nach oben ausstrecken. Im eigenen Tempo richtig rausschieben, direkt gerade nach oben erstmal. Und dann auch ganz weit zur Seite rüber. Einmal noch in jede Richtung. Und dann oben bleiben und die Arme hier nach hinten nehmen. Wir tippen im Wechsel zur Seite auf. Ganz locker erstmal. Rechts, links. Dabei gehen wir ein bisschen tiefer, bleiben auch tief, Schulter nach hinten ziehen. So, und wenn jetzt der Fuß zur Seite geht, mal her schon, das erste die Zehenspitzen am Boden, dann die Ferse, Zehenspitze, Ferse. Zehe, Ferse, Zehe, oder ja.
Zehe, Ferse, Zehe, Rack. Bleib tief im Standbein. Zehe, Ferse, Zehe, ran. Einmal wieder noch zu jeder Seite. Und hochkommen. Mal ganz locker tippeln. Beine ein bisschen auf und zu machen. Einmal geöffnet lassen, ein bisschen schneller werden. Und locker lassen. So, ruhig wieder schließen. Wir stellen uns nochmal aufs rechte Bein und lassen jetzt das linke Bein hier kreisen. Hüfte bleibt fest, wir bleiben aufrecht, kreisen. Also Bauch mit festmachen. Andersrum kreisen. Immer wieder bis ans Standbein ran. Das Bein oben halten. Und dann einfach aufsetzen, dass die Beine ein bisschen mehr als schulterbreit geöffnet sind. Arme nach hinten nehmen und aus der Position jetzt Kniebeugen machen. Und wir bleiben oben. Gewicht geht dann aufs linke Bein. Wir lassen das rechte Bein klein kreisen. Wieder alles festmachen in der Körpermitte. Wieder andersrum. Oben halten. Und dann auch wieder absetzen. Beine sind geöffnet. Jetzt gehen wir nur runter und wippen unten. Unten klein wippen. Schulter nach hinten ziehen, Bauch anziehen. Unten wippen. Kurz stillhalten. Und hochkommen. Beine ausschütteln. Jetzt brauchen wir die Stuhllehne. Stuhl drehen. Wer keine Lehne hat, nimmt einfach die Tischkante, geht auch. Hände einfach oben rauf, beziehungsweise gerne auch die Unterarme weit nach hinten wandern und dann einfach erstmal so durchhängen, dass vorne die Schultern, der Brustkorb aufgehen, Kopf ruhig hängen lassen. Und dann in dieser Position einfach mal die Beine so ein bisschen anwinkeln und wieder ausstrecken. Anwinkeln, lang machen. Beide gleichzeitig. Dann können Sie gestreckt bleiben, muss aber gar nicht. Also Sie können auch ein bisschen angewinkelt sein und dann einfach mal den Rücken nach oben aufrollen und wieder nach unten abrollen. Ein bisschen rund machen, Bauch und Becken zur Wirbelsäule ziehen und wieder durchhängen, gerade machen. Dann bleiben wir nochmal gerade und schauen im Wechsel unter den Armen durch und dabei immer ein Bein auch anwinkeln. Dann kommt man noch ein bisschen weiter runter. Ja, wenn man nach rechts schaut, geht auch der linke Arm, die linke Schulter ein bisschen weiter Richtung Boden. Immer im Wechsel rechts und links. Endposition 2-3 Sekunden halten. Wenn
Und bleiben wir nochmal in der Mitte sozusagen, nehmen die Hände von der Lehne und hängen uns nach unten aus. Also Arme, Schultern einfach mal hängen lassen. Wenn es vielleicht gar nicht geht oder echt unangenehm ist, könnt ihr die Beine auch wieder ein bisschen anwinkeln. Ja, geht jetzt mehr um dieses Aushängen. Und dann hier unten nochmal richtig tief einatmen und mit der Ausatmung und Bauchspannung nach oben aufrollen. Und oben bleiben. Oben Schultern kreisen lassen. Dann bleiben wir an sich so stehen. Ihr könnt euch jetzt gerne auch festhalten. Hände gerne locker rauflegen. Und zwar geht das rechte Bein jetzt hinten hoch und tief. Und dabei aber immer noch auf die Zehenspitzen drücken. Deswegen, es ist ein bisschen wackelig, wenn es aber ohne Festhalten geht, natürlich ohne Festhalten. Ja, Bein geht nach hinten weg, immer wieder auf die Zehenspitzen drücken. Der ganzen Sohle bleiben und ihr schnappt euch den rechten Fuß mal, Ferse zum Po ziehen, dass die Oberschenkel kniedicht beieinander bleiben. Atem fließen lassen. Und lösen. Beide Beine ausschütteln. Und dann wechseln wir. Linkes Bein geht nach hinten weg. Und dabei auch mal wieder die Zehenspitzen drücken, eventuell mit Festhalten an der Lehne. Wir bleiben wieder tief und schnappt euch den Fuß hinten, Ferse zum Po ranziehen, halten. Und locker lassen. So, auch wieder ausschütteln. Und dann die Beine mal wieder nochmal ein bisschen weiter öffnen. Den linken Arm mal hier hochnehmen. Rechtes Bein jetzt ganz lang machen. Bauch ist fest. Und die Hand geht hier zum Knie. Und wieder lang machen. Und erstmal wirklich fest bleiben im Oberkörper. Dieser Abstand hier zwischen Rippen und Becken, der soll in etwa gleich bleiben. Erstmal noch. Ja, mal darauf konzentrieren, ob das geht. Und jetzt lassen wir den Abstand größer werden, indem wir uns hier richtig überstrecken sozusagen und wieder ranziehen. Richtig nach hinten ziehen den Arm, so wie es passt. Soll jetzt nicht doll wehtun, aber ruhig ein bisschen spannen. Und locker lassen und dann wechseln wir gleich die Seite. Anderes Bein, erstmal wieder feste Körpermitte, dass sich da nichts mitbewegt. Hand zum Knie und lang machen, Bauch ist fest. Und dann auch wieder überstrecken, nenne ich es mal, und wieder ranziehen. Lang machen, ranziehen. Und auch wieder locker lassen. Nochmal kreisen lassen, ruhig nochmal so ein bisschen tippeln, mal tief durchatmen. Und dann gehen wir wieder an den Stuhl. Jetzt
auch mal die Sitzfläche. Und zwar, ich zeige es von der Seite, wieder in etwa Hüftbreit stehen mit meinen Kniebeuge. Jeder geht so weit runter, wie er kann. Berührt vielleicht sogar die Sitzfläche und beide Arme oben mit hochziehen. Daumen zeigen nach oben. Nach oben hin immer wieder richtig aufrichten. Ihr bleibt tief, Arme sind oben und die Arme jetzt scheren lassen im Wechsel. Versucht die Schultern locker zu lassen. Und dann dürft ihr euch hinsetzen. So, gerade sitzen. Nochmal kurz lockern, nicht zu gemütlich machen. So, und dann greift ihr mal hier hinten die Stuhllehne, also irgendwie rumgreifen und hängt euch mal nach vorne, aber hier nicht so rund reinhängen, sondern wirklich Brustbein heben. Wenn ihr jetzt hier vorne so gar nichts merkt, versucht mal mit den Händen ein bisschen weiter nach oben zu wandern. Ja, also sucht euch die Position, die geht, wo vorne dann die Schultern, der Brustkorb richtig aufgehen und eben nicht hier drinnen hängen, sondern wirklich Brustbein nach vorne schieben, nach oben und kurz so bleiben. Atem fließen lassen. Und locker lassen. Ein bisschen ausschwingen. Und dann in Summe so sitzen bleiben. Und jetzt zieht ihr die Arme hier immer richtig weit nach hinten und dann nach vorne lehnen und mal um die Beine rumgreifen. Ja, sich quasi selber einmal umarmen und dann Wirbel für Wirbel nach oben wieder aufrollen und die Arme wieder hochziehen und wieder ganz weit nach hinten ziehen. Mit der Armposition könnt ihr auch mal spielen. Ja, das kann nochmal eine andere Position sein. Und dann wieder runterlehnen, Kopf hängen lassen, rumgreifen. Einfach im eigenen Tempo aufrollen nach oben. Arme wieder weit mit Kraft nach hinten ziehen. Und einmal dann wieder noch. Und dann einfach gerade hinsetzen, Arme tief lassen. Und wir nehmen die Hände hier vor der Brust zusammen und wackeln mal so nach rechts und links. Notiert das aber klein und schnell. Also da geht Druck auf die Hände. Der Oberkörper soll möglichst fest bleiben, also Bauch richtig festmachen. Schultern sind tief und atmen. Und schon Druck auf die Hände. Ne? Drücken, 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 drücken. Und einfach den Druck rausnehmen. Die Arme jetzt, wie sie sind, einfach immer nach oben ausstrecken. Und dabei immer ein Bein anheben und nach vorne lang machen. Anwinkeln. Die Beine kommen im Wechsel hoch. Da geht jetzt gar kein Druck auf die Hand. Ja? Oder auf die Hände. Die bleiben locker. Jedes Bein noch einmal unten lassen, dann wandern eure Arme zur Seite, Daumen nach oben und die gehen jetzt gleichzeitig so vor und zurück, haben aber wirklich Spannung drin. Kleine, schnelle Bewegung, also feste Handgelenke, feste Fingerspitzen, Bauch ist fest, klein und schnell, vor und zurück. Atmen nicht vergessen. Und locker lassen. Arme einfach hängen lassen, Beine ein bisschen öffnen und jetzt hier bewusst
den Fuß, den Unterschenkel abwechselnd nach innen ziehen. Rechts, links, wirklich schön drehen. Aber aufrecht bleiben. Und dann legt er mal den rechten Fuß hier auf den linken Oberschenkel. Erstmal gerade sitzen. Und dann eventuell noch ein bisschen vorlehnen. Halten, also so rechts immer Pobacke unten ziehen. Und dann noch weiter, also alle vorlehnen. Und mal richtig aushängen. Gerne auch die Arme noch runterhängen lassen und so bleiben kurz. Und aufrollen nach oben. Den Fuß erstmal absetzen. Und dann drehen wir die Beine hier nochmal im Wechsel ein. Also nach innen ziehen den Fuß. An sich dreht das Bein ja nach außen. Bleibt aufrecht. Und dann nehmen wir jetzt den linken Fuß auf den rechten Oberschenkel. Auch erst wieder gerade sitzen. Eventuell gerade wieder sind, ein bisschen vorlehnen, kurz halten. Und dann auch hier, wenn es geht, noch weiter vorlehnen und die Arme dann hängen lassen. Vielleicht merkt man auch einen Unterschied zwischen rechts und links. Und Wirbel für Wirbel wieder aufrollen. Beine mal ausschütteln, ohne sich irgendwie abzustützen. Einfach nochmal hinstellen. Wenn jemand mal neben den Stuhl oder da, wo halt Platz hat, kann auch vor dem Stuhl sein. Die Arme hier anwinkeln, Daumen zeigen nach hinten, Schultern sind ein bisschen, Ellbogen sind tiefer als die Schultern, Schultern werden aber unten. Immer wieder auf die Zehenspitzen drücken und dabei gehen die Arme auf und zu. Vorne die Ellbogen, Unterarme auch zusammenbringen. Wir bleiben oben, Arme hinten wippen lassen. Und locker lassen. So, einmal die Beine noch ziemlich weit öffnen und die Füße nach außen drehen. Wir gehen nur ein Stückchen runter und bleiben auch hier unten. Zieht Bauch und Becken zur Wirbelsäule, nehmt die Arme dann nach vorne und wir drehen im Wechsel nach hinten auf und ihr zeigt, schaut der Hand hinterher. Ja, lasst die Beine angewinkelt, Hüfte bleibt fest. Auch hier bleiben die Schultern tief. Vorne bleiben, bleiben aber noch unten, die Arme beide zur Seite nehmen und jetzt nach vorne ganz so rund machen, Richtung Bauch schauen und wieder aufrichten, Arme nach hinten ziehen, aber wir bleiben tief. Also Beine immer ein bisschen angewinkelt lassen. Dann aufrecht bleiben, die Beine einfach mal nur öffnen. Wir ziehen die Arme mal nach oben, tief einatmen und mit der Ausatmung jetzt Wirbel für Wirbel wieder bis nach unten abrollen und unten bleiben. Bauch rangezogen lassen. Wir lassen die Arme hängen und dann wandern wir mit den Händen mal Richtung rechten Fuß rüber und bleiben dort. Da ändert sich die Zugrichtung an den Beinen. Kurz so halten. Dann schwingen wir rüber zur linken Seite, auch dort kurz bleiben.
Mitte zurück. Hier wieder tief einatmen und mit der Ausatmung einen rangezogenen Bauch hochkommen. Arme gehen wieder nach oben durch. Beine ruhig schließen und sich hier einmal regeln und strecken. Dann alles rausschieben, tief einatmen und beim Ausatmen Arme fallen lassen. Und dann setzen wir uns nochmal kurz hin. Könnt euch jetzt auch gerne ganz bequem hinsetzen, so wie es passt. Und wir gehen mal mit beiden Händen an den Haaransatz nach hinten, an den Hals. Und dort streicht ihr einfach mal mit den Fingern an sich von oben nach unten. Könnt auch gerne hier dann noch weiter nach hinten wandern oder auch die Hände dann hier über den Nackenbereich nach vorne ziehen. Startet oben an einem Haaransatz. Dann einfach lang streichen. Dann bleiben wir mal hinten am Hals, ja, also gar nicht in den Nackenbereich, sondern hier. Und hier macht ihr mal so kleine kreisende Bewegung. Rauf und runter, so wie es passt. Vielleicht habt ihr auch eine Stelle, wo es ein bisschen verspannter ist. Da könnt ihr gerne auch kurz bleiben. Könnt auch gerne die Augen dabei schließen. Oder auch eine streichende Bewegung rauf und runter machen. Und dann einfach mal wirklich hier reingreifen in den Hals. Also da, genau, hier richtig schnappen und dann so vorstreichen. Die Haut sozusagen wegziehen und das im Wechsel rechts, links. Rechte Hand, linke Hand. Richtig rumgreifen und streichen. Wie doll es jetzt ist, entscheidet selber. Und dann einfach nochmal kurz locker lassen. Kurz mal Schultern kreisen lassen, spürt man in den hauptsächlich Halsbereich rein, vielleicht ein bisschen wärmer an der Stelle jetzt, atmet nochmal tief durch und dann nehmen wir auch hier nochmal die Arme nach oben, nochmal lang und groß machen, regeln und strecken und wieder alles rausschieben, tief einatmen und beim Ausatmen locker lassen. Und dann war es das schon wieder. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.